und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und es ist immer noch warm. Ja, heute immer noch mit Leo in meiner Nähe. Also der rennt nicht seit Mittwoch durch, aber der rennt wieder. Ist so ein alltägliches Ding. Jeden Tag wieder. Stimmt's, kleiner Mann? Ja. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wo ich euch... wo ich euch fragen wollte. Also das Bild ist jetzt nicht eingefroren. Ich bin gerade gehirntechnisch eingefroren. Wartet mal ganz kurz. Ja, ich bin wieder zurück. Ich muss kurz weg, weil mein Hase meine Mutter mit seinem Futter verwechselt hat. Und das ist jetzt nicht so die tolle Geschichte. Ja, worum geht's? Wo ich eure Hilfe ein wenig brauchen könnte? Wo ich vielleicht so einen kleinen, vielleicht ein paar Tipps brauchen könnte? Ich habe ja bald Geburtstag. Nächsten Monat. Am 24. Also in circa echt viel Zeit. Und ja, diesbezüglich habe ich mir dieses Jahr überlegt, dass ich... ja, wie sage ich das am besten, so ein paar Infoblätter mal an meine Gäste verteile und dass ich denen dann gerne so ein paar Sachen sagen würde. Und da ist mir halt so ein paar Stichwortpunkte eingefallen und ja, ich wollte mal schauen, ob vielleicht euch noch was einfällt, was man da, was noch wichtig ist, was man noch erwähnen könnte, weil ich habe da, ja, ich habe so einen groben Entwurf gemacht und ja, also zum einen habe ich Berührungen, dann die lauten Geräusche, dann die Gerüche, die Gerüche, Wasser, dann Schlaf-Wach-Ding, das mit dem Mond, dann haben wir soziale... Hui, ich habe gerade einen Druckfehler gefunden. Ja, so schnell geht's. Ich habe gerade einen Druckfehler in meiner Vorlage gefunden. Jetzt überlege ich gerade, ob ich aufstehe und einen Stift hole, aber ich bin gerade eigentlich zu faul aufzustehen, also bleibe ich sitzen. Dann habe ich das mit den Gesichtern und der Mimik habe ich hier auf meinem Zettel. Dann habe ich die Ironie, das Raum-Zeit-Gefühl und die Orientierung. Da habe ich ja echt eine Geschichte, aber ich glaube, die habe ich euch schon erzählt. Wenn ich gerade so drüber nachdenke, glaube ich, habe ich euch schon... dass ich oft Begleitung brauche, wenn ich nach draußen gehe. Dann das Thema mit den Stoffen. Dann das Thema mit dem Lügen. Dann, dass ich sehr viel, also es ist bei mir sehr viel immer im selben, also gleich bleiben muss. Wisst ihr, eigentlich habe ich im Grunde genommen das, was ich euch seit 2 Jahren jetzt alles schon so ein bisschen erzählt habe, hier auf einem Zettel mal zusammengefasst, könnte man so sagen. Und ja, dann ein bisschen was zur Ernährung und ja. Und ja, ich möchte meiner Verwandtschaft so ein bisschen näher bringen, was es heißt, ein Asperger zu sein und wie es ist. Und auch so ein bisschen ihnen die Möglichkeit öffnen, mir Fragen zu stellen zu dem Thema. Weil, wie ich auch schon mal in einem anderen Video erwähnt habe, verlangt wieder nicht, dass ich es euch raussuche, damit es schon wieder ein bisschen zu lange her ist, mich noch dran zu erinnern. Habe ich ja mal gesagt, dass nur wer Fragen stellt, wissen kann, wie es dem anderen geht und so. Und dass bei mir es immer so ist, dass die Fragen nicht mir gestellt werden, sondern meinen Eltern und sie bei mir nie ankommen. Und mit der Geschichte möchte ich den Leuten die Möglichkeit eröffnen, mir die Fragen zu stellen. Und ja, ich habe da jetzt einfach mal so einen groben Überblick mal euch nur wiedergegeben. Da ist unglaublich viel Text dazwischen. Also sind 2 Seiten geworden.
Also man muss sagen, sie sind größer bedruckt. Ja, das so in einem schönen großen Buchstaben. Aber so an und für sich ist der Inhalt halt noch. Mann, das mit dem. Ja, das werde ich meinem Bruder nachher sagen. Das müssen wir auf jeden Fall ausbessern und auf die noch Korrektur lesen. Ja, und das habe ich mir also einfach so gedacht, so als dieses mein Geburtstag als ein Projekt zum einen Vortrag zu halten oder eben auch so ein bisschen den anderen einen Einblick in meine Welt zu geben, in der Hoffnung, dass sie dann vielleicht ein bisschen weniger touchy sind. Ich sag doch gleich genau, worum es mir geht. Mir geht es darum, dass alle ein bisschen weniger touchy sind. Ja, für mich das Schwierige an der ganzen Geschichte ist eben, also es ist so faszinierend, wenn ich so alles mal durchlese und alles so nochmal einfach nur die Stichworte nochmal so überlege, sind das alles Sachen, die ich euch über die letzten Jahre immer und immer wieder erzähle, wo ich euch immer wieder Neueres gebe. Zum Thema Schlafrhythmus kann ich echt gerade nur sagen, der ist gerade ganz hinüber bei mir. Also bei mir im Schlafrhythmus, das will man gerade gar nicht wissen. Das ist nicht so schön. Ja, aber es ist interessant. Für mich ist das Ding, es euch zu erzählen, ist für mich einfacher als der Gedanke, es meinen Verwandten zu erzählen, auf Basis dessen, dass die ja dann diese Zettel haben und vielleicht Fragen stellen, die dann, also so runtergeratterte Fragen, wo ich dann nur überlegen muss, wie ist jetzt die Antwort und auch dieses, dass dann vielleicht Fragen kommen, die auf einmal, also die dann einer stellt und dann ein anderer nochmal stellt, eine Minute später. Und bei mir ist ja manchmal so, dass ich innerhalb von einer Minute die Antwort um Milli ein bisschen ändern kann und der dann davor vielleicht sagt, aber zu mir hat er da was anderes gesagt. Ja, das sind solche Sachen, wo ich mir halt noch so Gedanken drüber mache. Und ja, es ist einfach so. Ist zu erzählen, ist für mich irgendwie einfacher. Oder wenn ich hier sitze und euch einfach diese ganzen Geschichten sage und es euch einfach nur so als ein, ja, mehr oder weniger als eine Info mitgebe, und dann einfach nur reden kann. Reden, ohne dass irgendwie jemand mich unterbricht oder so, dann ist es für mich irgendwie in dem Moment erstmal einfacher, weil ich dann irgendwie so das Gefühl habe, ja, es geht hier dann. Ja, es geht mehr im Fluss. Es ist mehr so dieses, weniger dieses Nachdenken. Was will ich dem anderen eigentlich sagen? Und wie muss ich sagen, dass er es versteht? Und das dann auf ein Blatt Papier zu bringen. Wenn ich es in einer Videoform mache, kann ich es euch ausschweifender erklären und komme damit dann eigentlich tendenziell schneller zum Punkt, sagen wir es mal so. Also, ja. Und ja, irgendwie tut es jetzt gerade gut, das so zu erzählen. Ich bin gerade froh, dass ich mich entschieden habe, darüber mal ein Video zu machen, weil das war sowas, was mich schon seit ein paar Tagen etwas beschäftigt hat. Und ja. Ja, gut. Auf jeden Fall meine Frage ist, was würdet ihr mir noch raten oder wo habt ihr noch das Gefühl, dass was fehlt? Weil ich meine, die meisten von euch sehen meinen Kanal ja schon länger und ihr wisst ja, was ich euch schon alles so erzählt habe. Und da ist natürlich schon die Frage, habe ich was vergessen? Weil wenn ich das versuche, meiner Familie näher zu bringen, dann sollte ich dann halt doch schon so versuchen, dass ich am Ende des Tages auch wirklich die erreiche, die ich erreichen möchte. Und mein Kanal ist inzwischen. Ich habe mal geguckt in meinen Statistiken, wenn man mich jetzt meinen ganzen Kanal durchgucken will, braucht man jetzt schon 3 Tage. Oder ich glaube sogar noch länger, aber auf jeden Fall Minimum 3 Tage. Nee, wartet mal, das geht gar nicht, weil wenn ich mir überlege, dass ein Video ungefähr 10 Minuten hat. Ich habe 300 Videos, also 300 mal 10, oh mein Gott, sind 3000. Mama, kannst du mir mal kurz einen Taschenrechner rüberschieben? Das war, was ich gerechnet habe an der Schule. Ich möchte gerade ungefähr wissen, wie lang meine. Wie Was sagen wir die Zahlen? 10 Minuten mal 30, 300. Wie Ja, ich habe vor kurzem. tausend Minuten? Ja, das sind 1000 Minuten. 3000 Minuten. 3000 Minuten, jetzt geteilt durch 24. Kann ich Minuten durch Stunden und digital rechnen, passt nicht zusammen. Schade. Aber ich hätte es versucht. Für euch hätte ich es versucht. Naja, für mich ist Zeit eh was Relatives, also.
Aber auf jeden Fall braucht man jetzt schon ewig lang, um meinen Kanal einmal durchzuschauen, weil ich habe tatsächlich mein 300. Video schon vor kurzem hochgeladen und wow, das ist echt viel. Ja, gut, ich glaube, an dieser Stelle sollte ich es jetzt beenden, weil ich habe gerade das Gefühl, dass ich jetzt nur noch Unsinn labere. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was noch reinpasst, was noch wichtig ist. Oder wo ihr sagen würdet, das ist so ein Punkt, den man auf keinen Fall vergessen darf. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.treatmeinoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Tschüss!